Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, heute geht es um das neue Event, was am Freitag kommt. So, was ihr dazu investen könnt, was man darüber allgemein wissen muss. Ja, wenn ihr am Anfang des Videos ein Like und ein Abo dalassen könntet, würde mich das sehr freuen. So, also das neue Event heißt Freeze. Und ja, wenn wir in Ultimate gehen, dann sehen wir das schon. Hier lädt es gerade, hier Freeze. Beginn, ein Tag, zwei Stunden. Und das ist auf jeden Fall ein neues Event. Man weiß noch nichts darüber, außer wie es heißt. Vielleicht wird das dieses Jahr dann kein Footmas kommen oder in abgeschwächter Form. Also das weiß man noch nicht, weil zwei Events gleichzeitig ist schwierig. Ihr seht, ich bin nebenbei immer noch am Investieren in 82er für 700. Kann man nichts falsch machen. Empfehle ich euch auch weiterhin. Wenn die jetzt nicht diese Woche steigen, weil kein Footmas kommt, dann steigen die in den nächsten Wochen garantiert. Ich habe mir mal so ein paar Spieler rausgesucht, mit dem man auf jeden Fall heute noch gut investieren kann. Deswegen bringe ich das Video heute Abend noch. Also ja, aus dem alten Team of the Week hatte ich noch ein paar Spieler. So wie Kostil, Aguilar, Pacheco, Toko Ekambi, Wekost und Fabian. Aber weil die jetzt nicht mehr zu ziehen sind, würde ich da nicht mehr rein investieren. Weil die wahrscheinlich dann zu teuer sind. Aber hier aus dem aktuellen Team der Woche kann ich euch ja auch mal ein paar Spieler nennen. So ein Hugo Malo, den könnt ihr euch für Abstoß oder für 10,5 oder so locker dann erbieten oder snipen. Könnt ihr gar nichts mit falsch machen. Wenn das bei Rafinha für 11k, 11,5 könnt ihr auch nichts mit falsch machen. 82er passen immer. Ein Arabi, ja, ist ein Stück zu teuer für seine Liga. Und sonst aus dem Team of the Week Piatek. Sonst gibt es hier gar nicht so viele Piatek, könnt ihr euch auch Safe Call mitnehmen. So 5 bis 10 Stück würde ich mir da mitnehmen. Könnt ihr auf jeden Fall nichts mit falsch machen. Hugo Malo würde ich euch am ehesten empfehlen, dann Piatek und dann Rafinha. Ja, also diese Informs könnt ihr euch mitnehmen, wenn man Informs in irgendwelchen Freeze, SBCs oder so braucht. Oder falls Footmas doch kommt, ja, werden die auf jeden Fall steigen. Nehmt euch da ein paar von mit. Und sonst noch ein paar spezielle Spieler, die ich mir rausgesucht habe. Also in die 82er für Abschluss könnt ihr auch weiterhin investieren, wie gesagt. Aber ich nenne euch jetzt hier nochmal ein paar Spieler und die Preise dazu. Der erste ist Lars Bender. Für 1k gehen die instant weg. Snipt euch die einfach ein paar für 900 oder ja, für 900. Oder erbietet die. Ich guck mal, wie es bei erbieten aussieht. Könnt ihr easy erbieten auch für 900. Könnt ihr nichts falsch machen. Außenverteidiger aus Bundesliga und Deutscher. Ist auf jeden Fall ein Spieler, der dann oft verwendet wird in SBCs und dann explodiert der vom Preis. Der nächste Spieler ist Fernando, kostet aber aktuell 2,2. Ja, würde ich euch unter 1K, also unter 2K könnt ihr den eigentlich mitnehmen. Aber mehr würde ich nicht bezahlen, weil dann ist es sehr riskant. Ja, könnt ihr euch versuchen zu snipen oder zu erbieten. Aber erbieten klappt nicht. Ja, versucht euch den zu snipen. Aber mehr würde ich nicht bei dem bezahlen. Dann ein anderer, 83er auch aus aller Liga, Ødegaard. Der ist deutlich billiger, da würde ich euch eher den empfehlen mitzunehmen. Für 1,8 ist der easy weg, nimmt den für 1,6 mit. Das könnt ihr nichts mehr falsch machen, 1,3. Schade, leider nicht bekommen. Aber sollte man auch eigentlich für 1,6 erbieten können. Oder, ja, hier, ihr seht's. Nimmt euch die für 1,6 mit. Ist auf jeden Fall ein nicer Deal und die steigen so oder so. Der nächste Spieler ist Canales. Der ist schon ein bisschen teurer, 1,1 für einen 82er. Einfach unter 1K, 950 snipen oder versuchen zu erbieten. Dann hier Romagnoli. Kostet, also der hält auch seinen Preis, weil Innenverteidiger aus der Serie A sind sehr teuer, weil es da nicht so viele gibt beim Rating. 3,5 kostet der aktuell. Dann versucht den für 3,2 mitzunehmen. 3,2 ist auf jeden Fall ein sehr guter Preis. 3,3 wird auch noch gehen. Der nächste Spieler ist Vertonghen. Bei dem, also das ist nicht der allerbeste Spieler. Ja, weil er halt in der portugiesischen Liga ist. Der kostet aktuell 2k. Das ist für einen Innenverteidiger sehr gut. Also für einen 83er Innenverteidiger. Also für 2,1 kostet der. Snipt euch den unter 2k.
geht auch fit, ist ein guter Preis hier, 1,8. So, der nächste ist auch Rafa. Der kostet 1,7 als LM, geisteskrank. Auch egal welche Liga der ist, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Deal. LM wird immer gebraucht, also da Rating wird immer gebraucht. 1,6, könnt ihr für 1,6 mitnehmen, könnt ihr auch noch versuchen dann billiger zu snipen. Aber mit 1,6 macht er auch nichts falsch. Ja, wenn ihr die halt billiger snipet, ist der Gewinn größer. Machen wir direkt weiter in der portugiesischen Liga mit dem spanischen Außenverteidiger Grimaldo. Der kostet aktuell 4,7. Nehmt euch den unter 4,5 mit. Das ist für einen Außenverteidiger 84 auf jeden Fall guter Deal. Bleiben wir auch direkt wieder in der portugiesischen Liga mit einem RM. Pizzi kostet 4,8 oder 4,7. 4,8. Ja, snipe den für 4,6. 4,6 würde ich sagen. Aber 4,5 eher. Aber für 4,6 ist Grenze. So, wieder Linksverteidiger hier. Tagliafico hat auch eine gute Nation, wie gesagt. Kostet 4,8. Ja, snipe euch den einfach für 4,600. Außenverteidiger werden, wie gesagt, immer gebraucht. Nächster Spieler ist Kolarov. Auch wieder Linksverteidiger aus der Serie A. Snipe euch den für 950. Könnt ihr gar nichts mit falsch machen. Also das ist wirklich ein geisteskranker Deal. Der geht locker schnell auf 2 bis 2,5k. Ein anderer Linksverteidiger, der auch ein sehr guter Spieler ist, ist Reguilón. Hier kann man einer für 1,1. Der kostet 1,2. Den könnt ihr auch noch für 1k mitnehmen, weil er Premier League ist. Snipet euch den für 1k. Der nächste Spieler ist Jesus Navas. Ich guck mal gerade. Der kostet ungefähr 5600 Coins. 5,5 sogar nur. Nimmt den für 5,2 mit. 5,2 wird ein. Ja, 5,2 ist noch ein guter Preis für den. Der kann auch auf 6,5 bis 7 hochgehen. Werdet ihr auch euren Gewinn mitmachen können. Und der letzte Spieler, den ich euch noch so empfehlen kann, ist Azpilicueta. Den könnt ihr euch snipen. Für 5,3 würde ich den auch noch mitnehmen. Spanischer Rechtsverteidiger aus der Premier League. Ja, der wird halt, den kannst du super easy linken auch. Und den werden dann auch viele verwenden. SBCs kann auch easy auf 7k gehen hier. Champions League. Ist wahrscheinlich sogar noch ein Stückchen teurer. Ja, also das sind so die besten 82er bis 84er, in die ihr investieren könnt. So, so auf Footbin kann ich euch ja auch nochmal cheapest Players bei Rating zeigen. Heute sind einige 82er auf Abschluss, die ihr unbedingt mitnehmen müsst. Zum Beispiel Baumann, Minor, die explodieren nicht, aber die liegen sonst immer bei 1k. Auf dem Donnerstag liegen die dann bei Abstoß. In die müsst ihr investieren, wenn ihr in 82 investiert. Nehmt euch Baumanns und Minors mit heute. Ansonsten Areola auch, aber der ist ein bisschen schwerer zu erbieten. Dann Rodriguez könnt ihr euch für 750 mitnehmen. Auch Geisteskrankheit hier, Kramaric das gleiche. Und Neves. Sonst ein Gosens kann man auch noch mitnehmen, würde ich bis 850 gehen, weil LM ist halt mit die wichtigste Position so, also mit die am krassesten steigen. Bei den 83ern, die liegen bei 1,4, würde ich auch für im letzten Video sagen, 1,2 maximal könnt ihr euch, denke ich mal, erbieten, wenn die jetzt echt bei 1,4 liegen, 200 Coins billiger erbieten oder ab und zu auch ein bisschen snipen. Sollte auch klappen, aber mehr will ich nicht bezahlen, weil sonst ist zu riskant. 84er, ja, haben okay den Preis. Nehmt euch die heute unter 4k mit. Ja, also aus den Top 5 liegen, dann Onana würde ich Finger von lassen, weil das ein Torwart aus der fremden, also aus der nicht Top 5 Liga ist. 85er gehen auch vom Preis. So ein Depay kann man sich mitnehmen. Ein Verein einfach macht man nichts mit falsch. Oder Godin, Leno, Gulaschi. Sonst ziehe ich jetzt auch noch, aber die anderen sind schon zu teuer. Und bei den High Ratings würde ich weiter von die Finger lassen, weil bei denen, also da macht ihr maximal ein paar K Gewinn, das ist prozentuell nicht gut. Da lohnt sich Low Budget viel mehr. So Leute, das war's mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Danke, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao.